Hallöchen Leute, und da bin ich wieder, euer Corny von Forever 30 mit einem weiteren Video von Wolfhunter. Und zwar, letztes Mal hatten wir hier die Deutschen und jetzt kommen die Sowjets. Also die Russen. Oder Russen? Ja. Sowjets, gut. So, hier ist immer Kampfrang 0, also Luftrang 0. Mit Luftrang 1 kriegen wir einen leichten Fighter. Den kaufen wir uns dann doch gleich mal dann. Nachdem wir dann erstmal Luftrang 1 sind. So. Dann wollen wir mal kurz warten. Auf ein Match. So, es ist immer noch derselbe Tag wie vorhin. Ist immer noch derselbe Tag wie vorhin, wie oft in dem deutschen Video. Jetzt sind nur ein paar weniger Leute. Und oh, ich bin einfach am falschen Level gewesen. Da waren gerade 16 Leute. 16 Leute haben gewartet. So, was haben wir denn? Wir haben Kolkohim Gol. Gut, Ground Strike. Gut, einfach standardmäßig. Jo, jo. Kennen wir ja. Hängt scheinbar vom Luftwaffenrang ab. Die Karten, so wie es aussieht. Boah, Flugzeug auswählen haben wir nicht viel. Was haben wir denn da? Aha, aha. 4,7,642 mm Maschinengewehr mit 3000 Munition. Ui. Oh, ja, da haben wir was Schönes. Ah, die Rolle ist leicht happig. Drehen. Ah, Gott, der lässt sich nicht gut. Sehr wendig ist er schon mal nicht. Hat aber dafür scheinbar gute Durchschlagskraft. Von innen sieht es so aus. Naja. Also wenn der Pilot so fliegen muss, ich weiß ja nicht, also ich, wenn ich persönlich, ich sehe da jetzt gar nichts. Und durch das Fadenkreuz sehe ich ja echt gar nichts. Ey, das ist ja gar nicht, kann das sein, dass das Absicht ist? Komisch. So, oh, geht schon los. So, dann wollen wir doch mal dem guten Herrn, unseren guten Herrn da unten helfen. Wir gehen natürlich direkt auf den, letzt auf die Fury, auf die Billy. Oh, ich bin zu schnell. Viel zu schnell. So, jetzt aber. Oh, der brennt, der brennt. Oh ja, voller Möhre. Oh, 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 oh. Das war ein bisschen zu hart getroffen. Das ist scheinbar... Wir haben ihn gut getroffen, aber wir sind leider mit unserem linken Flügel reingeflogen. Unser linker Flügel, unser Rumpf ist stark beschädigt. Viel halten wir nicht mehr aus. Ich fliege jetzt mal Richtung gegnerischen Bodeneinheiten in 10 Sekunden. Also, jetzt in 10 Sekunden. Wird es zum Angriff kommen? Oder auch nicht, weil ich abgeschossen werde, aber das ist scheinbar die... Sind die Geschütze ein bisschen Geschwindigkeitsdrosseln? Ich muss jetzt aufpassen mit dem Fliegen, weil es sind generell ja nicht so wendig. Und jetzt sind wir ja noch unwendiger. Ein bisschen Geschwindigkeit wieder dazu. Ah, Treffer, Treffer. Unser Rumpf wurde noch mehr getroffen. Oh. Ein bisschen höher gewinne. Wird mal ein bisschen langsamer. Oh, jetzt aber, oder? Ja, jetzt ist einer weniger wieder in Höhe gewinnen. Unser, oh, das ist unser rechter Flügel gewesen. Unser Rumpf ist gleich weg. Ich nehme noch eine Bonheit halt mit. Ich nehme noch eine zweite mit. Die nicht. Oh, Rumpf ist schwarz. Der Rumpf ist eigentlich weg. Oh, ich fliege aber noch. Ah, nicht mehr lang. Also ich schätze mal so ein, zwei Schüsse und dann bin ich weg. Aber vorher zerstören wir noch das allermeiste, was geht. Ah! Wir schlagen uns tapfer. Das ist einmal scheinbar eine bessere Runde als die letzte. Boah, wir leben immer noch. Also irgendwie können wir hier nach und nach die ganzen Bodeneinheiten abfahren. Wie viel haben wir denn? 5 Bodeneinheiten. Das ist jetzt nicht mega viel, aber trägt auf jeden Fall Richtung Sieg bei, aber
So wie es aussieht, laut Statistik werden wir. Werden wir es nicht gewinnen. Gut. Stirb! Gut. Wir sind mit dem ersten Flugzeug geflogen und es war total kaputt. Aber wir haben 7 Bodeneinheiten. Wir waren ja eigentlich der einzigste. Okay, wir sind da, ist eine andere. Scheinbar waren wir waren aber einfach zu wenige, die haben einfach mehr gehabt. Dritter Platz, nee, vierter. Mit 329 Punkte. Ja, haben auch nicht viel. Meist Bodenziele, 1000 extra Lines. Entscheidender Schlag gemacht. Belohnung 500 XP, alles gut. Als Level, na, da haben wir auch schon ein halbes, nicht ganz halbes Level. Aber machen wir gleich weiter. Alle Leute, die gerade schon gewartet haben, mit mir im Match waren, spielen jetzt wahrscheinlich noch immer. Oder viele von denen. Und, wundert's einen? Nein. Oh, doch, Stalingrad. Ist eine andere Karte. Aber wieder Ground Strike. Gott. Aha, im Kampf können sie die Steuerungshilfe mit F1 öffnen. So, was haben wir denn hier? Aha. Maximale Höhe 8600 Meter, maximale Geschwindigkeit 374. Steigrate 17 Meter die Sekunde. Oh. Spawnpunkt. Bomber. Ich habe leider keinen Bomber. Ist das nicht dieselbe Karte wie gerade eben? Sieht zumindest mal gleich aus. Nee, das ist nicht die gleiche. Das da hinten ist alles anders, weil das halt. So, das sieht anders aus, aber im Endeffekt ist auch was gleich. Aber ich freue mich schon richtig drauf, wenn es Heer und Flotte mal später gibt. Das soll ja irgendwann eingefügt werden. Und wenn man hier mit dem Panzer zum Beispiel, statt nur in der Luft mit dem Panzer da unten die NPCs selber steuern kann. Also statt NPCs da Spieler sind. Boah, das wird bestimmt Hammer. Ah, was war denn da? Ja. Wir gehen dann direkt mal in das Sinkflugrohr und zerstören den ersten. Den zweiten. Ups. Ui, der ist hier linke. Den dritten. Ui, und da geht's weiter. Oh, ich treffe nicht. Oh, doch, ich habe getroffen. Den vierten. Wo fliegen wir jetzt hin? Dann fliegen wir da in den nächsten Schützengraben. Fliegen ein bisschen an Höhe, damit wir besser treffen und haben den fünften zerstört. Und hier hinten geht's direkt weiter. Oh, das geht eine gute Runde. Durchs Feuer geflogen. Ah, durch diese geilen 4 Maschinengewehre haben wir richtig Feuerkraft, um die Bodeneinheiten zu zerstören. Upsala. Den habe ich da nicht getroffen, habe ich nur Treffer. Wow. Durch einen Treffer, wenn ich den, ich glaube, ich werde abgeschossen von einem Flugzeug, wie es sich angehört hat. Also, wenn man einen Treffer macht, wenn man die Bodeneinheit einfach nur trifft, es gibt ganze Einerfahrung. Richtig Hammer. Das ist ja gigantisch. Und noch einer zerstört. Oh, das war ein bisschen zu nah. Das haben wir ein bisschen Schaden bekommen. Schon leicht rosa. So, jetzt reicht es aber erstmal, jetzt müssen wir noch nachladen und jetzt gehen wir mal ein bisschen Vollgas und fliegen in die Luft. So, muss reichen, vor der Motor hier noch, um einen drauf zu gehen. So, 10 Bodeneinheiten zerstört. Da würde ich sagen, dass wir jetzt drauf gehen. Wenn wir nämlich von 3 gegnerischen Flugzeugen gejagt werden, wird das nicht. Kommt das nicht so gut an, obwohl. Vielleicht werden wir jetzt zum Jäger. Da wird der gejagt zum Jäger. Oh, nicht so tief. Oh, da kommt auch noch einer. Oh! Den habe ich getroffen. Und der hat schon mal meinen Motor getroffen, weil mein Motor sehr rot ist. Aber den haben wir noch zerstört. Schade, da ist keiner mehr. Gut, dann gehen wir mal aus. Ah! War doch zu langsam gewesen. Ist immer noch gestorben dran. So, was haben wir da? Selbe.
oder ähnliches. Sehr Flugzeug. Los geht's! Los geht's! Ja, wie viel haben wir denn? Fünf gegnerische Bodeneinheiten und 15 von uns. Oder bei den Gegnern ist einer dabei, der Hanky Dank. Der hat drei gegnerische Flugzeuge von uns, also drei von uns zerstört. Auch von uns einer hat vier. Samuel L. Jackson. Genau. Sehe ich genauso. Drei Bodeneinheiten. Mal ein bisschen Gas geben. Oh, der ist kaputt. Hammer. Viele Gegner auf einem Flag. Ja. Ist mir leider entgegengeflogen. Ah! Kleiner Drecksack. Hat er noch gerade so Glück gehabt? Hier, den hätte ich bestimmt hier noch. Zwei Flugzeuge zerstört. Habe ich gerade eben noch einen zerstört? Wann habe ich den zerstört? 11? Habe ich gar nicht gesehen. Ja, damit sind wir jetzt Zweiter. Und der hat mehr als das Doppelte, wenn er auf einer 5 Flugzeuge gegnerische zerstört hat. Aber wir sind kam Luftwaffenrang 1. Wir können ein neues Flugzeug. Und zwar der Light Fighter, den ich vorhin schon gesagt habe. Meiste Bodenziele, Bomber. Ich hätte gern Bomber. Oh, will man doch gerade mal das Schnieketeil kaufen für 1000. Und würden es eintauschen. Die sind ja alle gleich schnell. Belohnung 10%, Belohnung 10%, alle 10%. Maschinengewehre haben auch dasselbe. Jo. Dann der hat mir gut geleistet. Der da sieht gut aus. Schmeißen wir den raus. Ups. Ja, das war jetzt nix. Oder doch, habe ich? Nee. Dienststellen. So. Ja. So, jetzt aber. Da. So, also was haben wir da? Ein leichter Fighter. Ist das die Erweiterung? Nee. Nicht ganz. Ein leichter Fighter auf Luftwaffenrang 2. Ein Jäger bei da 5. Was haben wir da? Ein leichter Bomber bei den Russen. Mit Level 2. Und ein leichter Bomber, noch einer. Was haben wir da? Ein leichter Bomber. Das interessiert uns ja nicht. Ein leichter Bomber, die haben viele Bomber scheinbar, die Rose. Medium, Heavy. Medium, Medium. Medium. Angreifen. Oh, da müssen wir noch ganz. Müssen wir noch gut machen. So. Noch ein Match. Bei den Russen. Warten wir mal. Kalkin Gull. Gut, machen wir. So, ich glaube, das ist sogar das dritte Match. Das wird das ein. Das, dann wird das, denke ich, eine etwas längere Folge. Weil ich leider noch keine Uhr neben mir stehen habe. Weil die Matches ja so schnell gehen, komme ich da immer ein bisschen durcheinander. Was haben wir denn hier? Ein schicker Flug. Der von innen genauso aussieht. Der aber nicht, der sich nicht zielen lässt. So. Diesmal haben wir die Artilleriegeschütze und können gegen die gegnerischen Bodenfahrzeuge, also Panzerfahrzeuge kämpfen. Das finde ich gut. Weil die Bodenfahrzeuge finde ich kaum mal besser treffen. Die fahren zwar, bewegen sich zwar, aber ich finde, die kann man sich besser treffen. Ich weiß nicht wieso. Also, eigentlich ja schon, weil die einfach nicht in dem Schützengraben sind. Boah! Wie schießt denn das Ding? Was habe ich denn hier für ein MG gekauft? Boah, ich hab Angst. Jetzt nicht getroffen oder habe ich dem überhaupt keinen Schaden gemacht? Also wenn ich den keinerlei Schaden mache, das finde ich alles andere als okay. Bäm und voll dagegen. Habe ich den wenigstens zerstört? Nee. Toll. Ah, der Falco. Jetzt ist er scheinbar zerstört. Und dann gehen wir mal nächstes Match. Gut. Das war ein komisches, also das MG, das war echt komisch.
Ein Swordfish. Gib mal ein Swordfish. Swordfish ist der Torpedobomber, der in dieser Karte nichts nutzt. Aber der Swordfish hat hinten einen MG-Schützen auf, der mich mit Sicherheit gut treffen wird. Aber wir können ja hier die... Ah, hier der gute Kerl, der ist doch bestimmt... Wow. Das war ja dann mal wieder so knapp, aber vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit drosseln. Und hier mit dem Panzerwagen abschießen, aber das macht auch nicht viel. Aber jetzt treffe ich sie nicht mehr. Ah, eine Flak weniger. Noch eine Flak weniger. Bum-di-dum. Gehen wir ein bisschen Gas wieder. Ah. War noch glatt verfolgt. Klar. Was will der denn? Der Swordfish. Ist das der? Ich dachte, der Swordfish wäre der Bomber. Fett. Zwei Stück sogar. Wenn man zwei Stück verfolgt wird, ist nicht so toll. So. Andere Richtung und abbremsen, volle Möhre. 0% Schub. Und ja, Gas geben, damit wir nicht abstürzen. Hat das was gebracht? Wo ist denn der Typ hin? Oh, mein linker Flügel ist komplett kaputt. Der kommt mir entgegen. Kann noch ein bisschen Damage machen. Bevor wir hier. Oh, Abschusshilfe, der ist scheinbar in den Boden geflogen, so wie sich das angehört hat. Mein linker Flügel ist so gut wie kaputt. Da versteckt sich noch ein Panzerwagen. Hinter dem komischen Busch. Begleitende Gladiator. So. Sieht aus wie ein zerstörter Panzerwagen. Oh, das ist ein Flak. Da müssen wir aufpassen. Bevor wir an den Bogen auf Boden fliegen. Boah. War ein Berg dazwischen. Werde ich verfolgt? Nee, ist Flick. Flick. Flack. Also irgendwie habe ich es gerade irgendwie easy. Da ist noch eine Fury. Ich habe jetzt natürlich nicht viel Munition. Gott, er hat mich abgeschossen. Naja, mit meinem Flügel war das auch zu erwarten. So, was haben wir denn? Was hat der denn für eine Waffe? Eine 4x7,6er Munition. Maschinengewehr. Oder Maschinengewehr? Nee, doch. Maschinengewehr. Oh, Spezialmaschinengewehr. Haben wir noch viel Munition gehabt. So, drei Verbündete, fünf gegnerische Bodeneinschlagzeuge. Nein, jetzt verlieren wir doch echt zwei von uns. Vier von denen, einer von uns. Nein, jetzt haben wir doch echt verloren. Bah! Gibt's doch nicht. Schon wieder die meisten Bomber. So, ein Trick. So, dritter Platz. Oh, Flugzeug abschießen gibt's ja mal gut Punkte. Das gab jetzt nicht ganz so viele Punkte. Gut, dann hoffe ich, es hat euch wieder einmal gefallen. Und dann freue ich mich, dass ihr so zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Und hinterlasst mir Kommentare, was ich besser machen könnte. Ciao.